ich ihn sah, diesen arroganten, kleinen, diesen nutzlosen, verlogenen, oh, ich hätte ihm seinen räudigen Schwanz um den Hals binden sollen. Ich hätte ihm seinen selbstzufriedenen Blick aus dem Gesicht schießen sollen. Ich sollte vielleicht erstmal meine Geschichte beenden. Nachdem die Cooper-Gang aus dem Museum entkommen war, wollte ich mich etwas umsehen. Ich hatte den Handel gestohlener Antiquitäten auf dem Schwarzmarkt untersucht, aber ich hätte nie gedacht, dass der hinterhältige Ringelschwanz darin verwickelt war. Als ich um eine Ecke bog, erblickte ich mit Erstaunen einen riesigen Berg gestohlener Schätze direkt im Museum und Le Paradox selbst entlud sie. Ich konnte es nicht fassen. Der millionenschwere Kunstsammler und Museumsmäzen steckte dahinter? Ich war so überrascht und als ich reagieren wollte, hatten seine Schläger mich bereits entdeckt. Und dann ließ mich dieser schmierige Zwerg in eine blöde Maschine werfen und das nächste, woran ich mich erinnere, war, dass ich Cowboys und Verbrecher spielte. Der alte Western? Zeitreise? Es war total verrückt. Klar, Le Paradox war in seiner Jugend kein Engel gewesen, aber seitdem war er sauber und er stand auch nicht bei Interpol auf der Liste der Verdächtigen. Es gab Gerüchte über den Grund seines Wohlstands, aber es wurde nie etwas bewiesen. Aber jetzt hatte ich das Geheimnis geklärt. Und natürlich waren Cooper und seine kleinen Freunde darin verwickelt. Warum war ich nicht überrascht? Der Mistkerl wollte mir weismachen, er müsse das Museum ausrauben, um die Zukunft zu retten. Aber ich hatte genug von diesem Lügner. Ich musste zurück nach Paris, aber diese Schildkröte Toothpick hatte Murray's Van gestohlen und damit Bentleys Zeitmaschine. Endlich hatte ich den Fall geknackt und jetzt stecke ich mit dieser Cooper-Gang in dieser Staubschüssel. Ich wusste nicht, was mich wütender machte. Das Suspekte stinkt hier nicht hochgehen lassen zu können oder hier mit diesem lügenden Ringelschwanz gefangen zu sein. Das einzig Erträgliche an dem Chaos war, dass wenigstens Coopers Vorfahre ein Gentleman ist. Tja, so kann sich das Blatt drehen, ne? Müsste jetzt mit Murray ran. Aber jetzt muss das ja das Ende langsam mal kommen. Oh mein Gott, man kommt gar nicht richtig zum Erzählen, weil halt immer... Ich will halt nicht so wirklich anfangen, weil... Da waren so viele Cutscenes, ne? Da zu unterbrechen nach jedem Mal ist halt anstrengend. Das ist so ein Grund, warum ich fast nichts gesagt habe. Also es kam zumindest großer Schlüsseldiebstahl. Ich glaube, das ist immer noch nicht das Ende, oder? Kann das sein? Auf jeden Fall habe ich ja wenig gesagt. Aber das war so ein Grund, damit man das mal weiß, ne? Aber hat man ja auch gesehen, dass sehr viele Cutscenes da waren. So, schauen wir mal, ob das Ende ist oder nicht. Also, dank der Wanze in Toothpicks Büro wissen wir ziemlich genau, was los ist. Toothpick hat vor, das gestohlene Gold mit Hilfe seines Spezialzugs aus der Mine zu schaffen. Zu allem Unglück hat dieser Zug jetzt auch noch einen Turboantrieb durch unseren Van. Und muss ich erwähnen, dass wir in der Zeit gefangen bleiben werden, wenn wir ihn nicht zurückbekommen? Oh, ich hab's erwähnt. Jedenfalls bringt es nichts zu versuchen, in der Mine an den Zug heranzukommen. Toothpick wird die Sicherheitsvorkehrungen seit unserer Flucht hochgeschraubt haben. Und es wird dort von Wachen nur so wimmeln. Wie Ungeziefer. Nein, wir müssen den Zug angreifen, während er fährt. Aber zuerst müssen wir ihn finden. Und dazu leiten wir ihn um. Ich habe mir das Schienennetz angesehen. Und es gibt drei Hauptweichen, die wir umlegen müssen. Leider ist das System mit Sperren versehen. Und Toothpick hat drei der Schlüssel seinen treuesten Handlangern anvertraut. Wildman Wiesner, Frenchie Lestache und Red Eye Robles. Außerdem tragen die Typen die Schlüssel ständig bei sich. Die gute Nachricht ist, dass während der Toothpick-Ehrenfeier zahlreiche Wettbewerbe stattfinden, an denen diese drei teilnehmen. Murray, ich habe mir erlaubt, dich für den Faustkampfwettbewerb anzumelden. Wildman ist der amtierende Champion und er hat den Schlüssel bei sich. Besiege ihn und hol dir den Schlüssel. Sly, ich hoffe, du fühlst dich schnell, denn du wirst beim korrupten Rennen im Westen antreten. Dem Toothpick 500. Frenchie ist der amtierende Meister, also wirst du sicher ihn schlagen müssen. Und dabei kannst du dir den Schlüssel schnappen. Carmelita, du trittst beim Wettschießen gegen Red Eye an. Als Titelverteidiger hat er seine Trophäe stets bei sich. Und darin steckt der dritte Schlüssel. Gewinne diese Trophäe, dann kommst du an den Schlüssel heran. Lass uns loslegen, wir haben keine Zeit zu verschwenden.
Ja, gut, also es ist doch Ende. Und das, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, also konnte ich mich nicht mehr erinnern. Aber jetzt weiß ich's und das ist eigentlich wieder mal richtig cool, ja. Aufgepasst, ihr Flohwirte! Dies ist der jährliche Toothpick-Prügelmarathon! Regeln gibt es nicht, außer wer gegen den Champ antreten will, muss ich erstmal ganz nach oben prügeln! So wie es aussieht, haben wir einen Trottel, einen Herausforderer. Also fangen wir an! In der rosafarbenen Ecke, Herkunft unbekannt, Gewicht mehr als es sollte! Der Herausforderer! Bester Ansager der Welt. Oh, das war glaube ich der falsche Knopf. War das... Nee, hä? Wie war der Bauchklatscher? Der war doch... Hä? Der war doch Spring Viereck, oder nicht? Nee, keine Ahnung. Dann halt nicht. Ah, komm hier. Weg mit ihm. Weg mit dir. Die Fresse. Also wenn man sie einmal trifft, haben sie sowieso keine Chance mehr. Kein Problem, denn du weißt ja... Sag es nicht! Ich bin von der Rolle! So, das war doch, glaube ich, ziemlich schwer. Aber ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ach komm, ich bin schon hängen geblieben. Bitte nicht ins TNT-Fass, wenn es geht. Ach komm, als wenn ich jetzt an so einer Echse hängen bleibe. Scheiße. Ah. Von ganz vorne? Ich komme mir
Ach Mann. Ich wusste halt nicht, ob ich da durch soll oder warten soll und dann. Ja, und boah, wurde ich geburzelt. Hier kann man einfach durch. Schon wieder bleibe ich an der. Ach Mann. Ich muss warten. Und dann gehe ich. Oh. Diese Kacke. Was soll ich da machen? Ich meine, ich kann ja nicht stundenlang warten, ne? Wow, ich bin auch mal nicht an der hängen geblieben. Beim dritten Mal. Mann, ich. Nice, perfekt. Das Ziel. Das war ein echt guter Schuss, Alter. Und das war's, Leute. Der diesjährige Champion ist also... Halt! Halt! Moment! Da haben wir noch einen Nachzügler. Die süße kleine Lady soll zeigen, was sie kann. Was haben wir denn hier? Du bist sicher nicht zum Schießen hier. Denn nicht einmal die Männer in dieser Gegend können gegen mich bestehen. Ich weiß, was du meinst. Ich kann dich nicht mal ausstehen. Vielleicht hast du aber auch nur Angst zu verlieren. Verständlich. Ich hab den Wettkampf gewonnen. Du kommst also zu spät. Aber pass auf, wir machen einen Deal. Probier einfach dein Glück, Schätzchen. Wenn du mein Ergebnis toppst, gebe ich dir meine Trophäe. Aber wenn du verlierst, musst du mir einen Kuss geben. Was sagst du? Er riecht aus dem Mund wie ein totes Wiesel. Carmelita, wir haben keine Wahl. Okay, abgemacht. Dann verabschiede dich schon mal von deiner Trophäe. Und du, mach dich besser schon mal für einen Lippenringkampf bereit. Na dann. Bei Enterprise kann ich nicht umsonst Meister werden. Vielleicht vergeht dieser Deck das Grinsen. Ja, ist ja gut. Verdammt. Das gibt's doch nicht! Das ist ein fauler Zauber! Das Einzige, was verschwindet, ist deine Trophäe, Red Eye. Super, Carmelita! Hol dir den Schlüssel! Ja! Thank you.
Hiermit bedanke ich mich fürs Schauen des Live 4 Parts. Ich hoffe, euch hat er gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.